herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Größe Gottes. Kürzlich wollten wir einmal festmachen, was Größe Gottes ist. Aber man kann es gar nicht beschreiben. Vielleicht am besten noch mit einem Blick in das Weltall. Oder die Bibel gibt uns ein paar Details, wo wir das erahnen können, wie groß Gott ist. Und da heißt es in Philipper, dass sein Name über alle Namen ist, dass er größer ist wie alles, was irgendeinen Namen hat auf dieser Erde. Und alles, was um uns herum ist, hat einen Namen, aber er ist größer. Und es muss sich beugen, jedes Knie beugen, im Himmlischen, im Irdischen und im Unterirdischen. Und da kann man die Größe Gottes ein bisschen erahnen. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich ermutigen mit dem großen Gott. Kennst du die Stimme, die deinen Namen kennt? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Kennst du die Stimme, die deinen Namen kennt? Das ist ein Thema, das wir auch in unserem Gebetsleitfaden behandeln. Beten ist nicht einseitig. In Hebräer 13, Vers 16 heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Hat er dich auch schon gerufen? Du sagst, du hörst nichts? Ich sage dir, du kannst ihn hören. Gott möchte nicht nur hören, er möchte auch reden. Oftmals reden wir und meinen, Gott hört zu und das ist es dann und Amen und Gott fängt gerade an und möchte mit dir reden und du bist schon gar nicht mehr da. So viele Stimmen wirken auf uns in unserem Leben. Kennst du die Stimme Gottes? Wir kennen die bekannten Stimmen. Wir wissen, wenn ein Kind zu uns redet, wir müssen es nicht sehen, wir wissen, welches Kind es ist. Wenn unsere Eltern zu uns reden oder bekannte Menschen zu uns reden, wir kennen Schauspieler, wir kennen Liedermacher, wir können Sänger, wir können die anhand ihrer Stimme erkennen. Und so sollen wir auch die Stimme Gottes erkennen. Sie ist nicht so laut wie zum Beispiel ein Sänger oder eine Sängerin, nein, aber sie redet zu deinem Herzen und diese Stimme kannst du auch erkennen. Es gibt viele Stimmen, die zu deinem Herzen reden möchten. Auch die, die dir Sorgen und Angst einjagen möchten. Das geht schief und pass auf, jetzt geht alles kaputt und so weiter. Das ist auch eine Stimme. Und da müssen wir auch wirklich lernen, Gottes Stimme zu erkennen. Weil wenn wir die kennen, dann wissen wir, was richtig und was falsch ist. Danke, Herr, dass du wunderbar jetzt auch jedem den Mut schenkst und auch wirklich, Herr, wirklich das Innerste fleht, Herr, ich möchte deine Stimme erkennen, ich möchte dein Reden verspüren, wenn du zu mir redest, durch Umstände, durch dein Wort, durch verschiedene Situationen, ich möchte erkennen, wie deine Stimme sich anfühlt, wie sie klingt, danke Herr, Amen. Amen. Und Menschen haben uns wieder ihre Nöte und Sorgen geschrieben und wir möchten für sie beten. Und per E-Mail erreichte uns folgende Bitte um Gebet. Mein Mann ist an Speiseröhrenkrebs ganz plötzlich schwer erkrankt. Ich bitte dringend um Gebet und dass der Tumor kleiner wird und er wieder besser essen kann. Ich bitte Gott um ein bisschen Zeit mit ihm. Von Herzen danke. Jesus, und ich danke dir, dass du diesen Mann kennst mit diesem Speiseröhrenkrebs. Und ich danke dir, Jesus, dass dieser Tumor eintrocknet, dass dieser Tumor verschwindet und dass jede Krebszelle entmachtet ist in seiner Speiseröhre. Und ich danke dir, dass du den beiden noch wunderbare Jahre schenkst. Danke, Jesus, dass du ein Herr bist, der hier heilen kann, der hier helfen kann und der auch gerne eingreift. Danke, Jesus, dass wir dir alles anbefehlen dürfen und dass dieser Mann wieder essen kann und dass keine Spur mehr da ist von diesem Tumor, von diesem Krebs. Danke, Jesus. Und auch all die anderen Menschen, die darunter leiden um diese Krankheit. Danke, Jesus, dass diese Tumore verschwinden und dass diese Menschen auch wieder gut essen können. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihre Mama.
Meine Mama wurde letzte Woche am Herzen operiert. Gestern hatten wir den Eindruck, dass es ihr schon langsam besser geht. Doch heute dann der Schock. Die Nieren drohen zu versagen und sie bekommt ganz schlecht Luft. Bitte betet für meine Mama. Jesus, und du kennst auch diese Frau, und ich danke dir, dass du sie berührst und dass diese Nieren wieder ihre normale Funktion aufnehmen. Danke, Jesus, dass wir Gesundheit hineinsprechen dürfen in diese Nieren und auch in diese Lunge, dass sie wieder Luft bekommt und dass da wieder eine volle Funktion zustande kommt. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der alles zu tun vermag und dass du diese Frau berührst und wieder ganz und vollkommen herstellst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Herr Jesus, ich bitte dich um Heilung und Wiederherstellung meines rechten Hüftgelenkes, das von Arthrose betroffen ist und verstärkt Schmerzen verursacht. Danke, Gott, für dein Eingreifen. Ja, danke, Herr, dass du jetzt auch diesem Mann begegnest, Herr, mit Heilung. Und danke, Herr, alles, was in diesem Hüftgelenk abgenutzt ist, was irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, wir sprechen wirklich göttliche Heilung hinein und glauben, dass du wirklich das Wunder tust. Herr, ich danke dir dafür, dass du diesem Mann begegnest, Herr. Herr, an Körper, Geist und Seele, ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen ist von Großeltern für eine junge Familie. Die junge Familie wohnt bei uns im Haus. Es sieht so aus, als ob es einen großen Bruch gibt, also Trennung. Wir wissen nicht, wie wir als Großeltern das verkraften sollen, sind hilflos, geschockt, können kaum beten. Wir wissen nicht mehr weiter. Ja, Gott weiß weiter. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt genau diese Situation kennst. Und du siehst beide Parteien, die Großeltern, Eltern, Enkel. Du siehst die ganze Situation, das ganze Durcheinander, das ganze Durcheinander in diesem Haus. Und danke, Herr. Herr, bring jedem wirklich sein Bild vor Augen, seine Sache, wo er Fehler macht, wo er Veränderung braucht. Und Herr, wir rufen Frieden in diesen Haushalt hinein. Wir rufen Frieden in dieses Haus hinein. Wir rufen neue, göttliche Liebe in dieses Haus hinein. Und ich danke dir, Herr, Herr, dass du wirklich Wunder tust, Herr, in dieser Situation, die so durcheinander ist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wir hören wieder, was Gott getan hat an Menschen. Eine Frau berichtet von der Heilung ihrer kleinen Tochter und aus der Schweiz kommt dieses Zeugnis. Vor ein paar Jahren wurde ich von meinem Ehemann verlassen und stand plötzlich vor einem Schuldenberg. Das Haus hätte versteigert werden müssen und ich hätte mein Leben lang alle Schulden abbezahlen müssen. Zuzüglich erkrankte während dieser Zeit meine kleine Tochter an einem Knochentumor. Jedoch ließ mein Ex-Mann nicht davon ab, gerichtlich gegen mich vorzugehen. Ich habe euch immer wieder noch und nöcher geschrieben und um Gebetsunterstützung gebeten. Ihr wart 300 Kilometer entfernt, jedoch im Gebet so nahe. Danke, 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 Jesus, für meine Geschwister vom Missionswerk Karlsruhe. Durch die Gebete wurde meine Tochter geheilt und der Herr hat die Schulden in Vermögen umgewandelt. Gott kann alles. Ich möchte alle ermutigen, nie aufzugeben und beten, beten, beten. Ist das nicht ein wunderbares Zeugnis, wie Gott eingegriffen hat? Wow. Und sie hat wirklich recht, Gott kann alles. Als nächstes geht es um einen offenen Fuß. Seit 2,5 Jahren hatte ich einen offenen Fuß. Heute möchte ich euch eine freudige Mitteilung machen. Gott heilte mich. Danke Gott und danke an euch für die Gebetsunterstützung. Danke auch für die Briefe und das Magazin. Gerade in der jetzigen Zeit sind sie besonders wertvoll. Und noch ein Zeugnis, Berührung während des Gottesdienstes. Danke für euren Dienst, die Predigt von Isolde über Jesus, wo er sprach, auf dein Wort hin will ich es tun, hat mich sehr berührt.
Beim Gebet von Daniel durchströmte mich eine Kraft am ganzen Körper, Kniegelenken, Wirbelsäule und am ganzen Rücken. Durch einen Sturz hatte ich starke Schmerzen und Verspannungen. Jetzt spüre ich Erleichterung in den Kniegelenken, an der Wirbelsäule und dem ganzen Rücken. Ich kann sogar aufrecht sitzen. Danke, Jesus, und danke an euch alle. Wie schön ist es zu hören. Ist das nicht wunderbar? Solche Dinge, wo man meint, es läuft total alles gegen die Wand und dann kommt das Gegenteil. Nicht nur die Lösung, sondern so viel ins Positive. Du sagst, sowas habe ich auch erlebt, aber nicht ganz so groß. Ich sag dir, egal was du erlebt hast mit Gott, lass es uns wissen auf die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Heute der Tipp des Tages. Nimm dir heute, wenn du kannst, irgendwann mal 15 Minuten, bete zu deinem Gott und dann sei einfach mal still. Sei an einem Platz, wo dich nichts stört, Telefon oder E-Mail oder WhatsApp oder solche Sachen, und höre. Dir kommt vielleicht so manches in den Sinn, was du noch einkaufen musst und so weiter. Ignoriere das. Höre einfach, was Gott dir zu sagen hat. Du wirst spüren, dass Impulse kommen. Ach ja, ich sollte da so reagieren. Oder ich sollte mal zu jemandem gehen, ihm was sagen, um Vergebung bitten, ihn einfach lieben, eine Person. Du wirst lernen, wie du Gott hören kannst. Lerne wirklich Gott zu hören. Und lass ihn auch wirklich zu deinen Gedanken, zu deinem Herzen reden. Und dazu müssen wir wirklich auch mal ein Stückchen still sein und nicht nur beschäftigt. Schön, dass du dabei bist. Wenn du Hilfe brauchst, schick uns dein Anliegen. Heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Wie ich schon sagte, dieses Thema haben wir in unserem Gebetsleitfaden, den du gerne bestellen kannst. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, am Sonntag wieder an dem Gottesdienst teilzunehmen. Gerne in der Christuskathedrale um 10 Uhr, wenn das nicht möglich ist. Schalte einfach YouTube ein oder unseren Livestream. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.